Ich habe einen Charakter in Blender gemacht, und zwar Jett aus Valorant, und das ist mein Workflow. Im Hintergrund ist es sehr praktisch, wenn man ein Model Sheet hat, also von Side- und Frontview, und es ist auch wichtig, dass man die Höhe anpasst. Dann können wir aus einer Kugel den Kopf scalpen. Wir fangen mit einer niedrig aufgelösten Kugel an, weil je mehr Detail man hat, desto schwerer ist es, die grobe Form zu ändern. Mit der Grab Brush können wir zum Beispiel das Kinn rausziehen und mit der Scrape Brush drei Frontplanes vom Gesicht machen, um eine ungefähre Kopfform zu haben. Dann mit der Draw Brush und Steuerung gedrückt halten, um die Augenhöhlen auszugraben. Mit der Grab Brush Nase raus. Für die Ohren nehme ich eine neue Kugel und mache einfach ganz grob die Form. Und Stück für Stück kann man dann remeshen, um höhere Details zu bekommen. Es geht im Blender 4.0 mit Ctrl-R. Dann können wir das Kinn definieren. Ohne eine neue Kugel für den Hals und Kugel in die Augenhöhlen, die wir mirroren können. Wenn man erstmal alle Einzelteile reinmacht, kann man schon mal ein besseres Gefühl für den Charakter bekommen. Dann können wir schon mal Augenlider und Mund andeuten und die nächste Detailstufe. Mit der Clay Brush habe ich den Wangenknochen definiert und mit Draw und Crease Brush die Augenlider gesculptet. Mit Control die Nasenlöcher reingemacht und diesen Bogen bei der Nase mit Crease Brush, ich habe vergessen, wie der heißt, zwischendurch immer speichern, ganz wichtig. Mit der Crease können wir dann auch Ober- und Unterlippe definieren und auch diese Tränendrüse beim Auge aushöhlen. Zwischendurch schaue ich natürlich immer auf die Referenz zum Vergleichen. Für die Augenbraue habe ich eine Plane genommen mit Subsurf, Mirror und Shrinkwrap Modifier. Mit Shrinkwrap den Kopf auswählen und Above Surface. Dann oben Snap To anmachen, Face Project und Project Individual Elements. Dann können wir sie einfach mit E extruden. Dann immer Stück für Stück die Auflösung erhöhen und Details erweitern. Da benutze ich dann oft die Crease Brush. Dann können wir den Sachen schon mal grobe Farben geben, damit wir ein besseres Gefühl kriegen, wie es am Ende aussieht. Augenblau, Pupillen schwarz. Fürs Ohr habe ich dann nochmal ein bisschen Referenzen angeschaut und habe die Form da drin grob nachgesculptet. Die Wimpern habe ich gemacht, genau wie die Augenbrauen, nur dass ich nur die untere Reihe von Vertices dran gesnappt habe und die obere runtergekloppt habe. Das gleiche Prinzip für die Unterseite. Dann kommen die Körperteile. Dafür nehme ich einfach neue Kugeln und wieder einen ähnlichen Prozess. Also erst mit der Grab Brush die grobe Form mit niedriger Auflösung und immer schön rumrotieren, dass man die Form von allen Seiten abchecken kann. Die Kapuze habe ich erstmal genauso gemacht, habe ich aber später noch geändert. Beim Mund hat man rechts und links so kleine Kugeln, in der Mitte eine Linie mit so einem M in der Mitte, die das Ganze verbindet. Und halt Ober- und Unterlippe. Die Unterlippe ist meistens ein bisschen dicker. Die können wir dann auch schon mal anmalen und zum Beispiel die Ränder dunkler machen. Also mit der Sculpt Paintbrush habe ich es angemalt. Also die Lippenröter. Auf dem Gesicht dann auch ein paar Schatten und auch rote Stellen, zum Beispiel bei den Wangen. Die Augen habe ich dann nochmal neu gepaintet. Also erst ein schwarzer Kreis, dann die blaue Iris und in der Mitte nochmal die Pupille mit noch weißen Highlights. Die Haare habe ich im Bezier-Kreis genommen und einen Nurbs Curve. Und bei der Curve als Taper-Object den Kreis ausgewählt. Und das gleiche bei Bevel-Object. Jetzt können wir nämlich die Form vom Haar mit dem Kreis kontrollieren. Anfang und Ende können wir mit Alt-S kleiner scalen. Bevor ich die verteilt habe, habe ich noch eine Kugel genommen, um erstmal eine grobe Haarform zu machen, dass nicht die ganze Zeit Haut durchscheint. Weil nur ausstrehen ist ein bisschen schwierig. Und mit der Crease-Brush Details reingesculptet. Und dann können wir die Strähnen einfach kopieren und verteilen und mit der Curve anpassen, wo sie langläuft. Hinten habe ich so einen Ponytail-Knoten gemacht. Und immer zwischendrin, wenn mir irgendwas noch aufgefallen ist, habe ich dann noch Details verändert. Oft mit der Crease Brush. Für die Arme können wir auch erstmal Kugeln nehmen und in die große Proportion bringen. Ober-, Unterarm und Hand. Und für Hüfte und Oberschenkel dann das gleiche. Und erstmal mit der Grab Brush arbeiten. Und natürlich Schienbeine und Füße. Dann können wir Stück für Stück mehr Details reinmachen, wie zum Beispiel Bauchnabel, Rippen, Schlüsselbein oder Muskeln. Und die Brust natürlich. Für den Gluteus Maximus habe ich dann die Oberschenkel nach oben gezogen und viel mit der Crease Brush gearbeitet. Zwischendrin immer wieder mit Ctrl-R remeshed für mehr Details. Für die Finger erstmal langgezogene Kugeln, die ich kopiert habe. Und dann erstmal den Daumen gesculptet und die Handfläche bearbeitet. Und dann den kleinen Finger, also die drei verschiedenen Gelenke, die er hat. Und den dann einfach kopiert für die anderen vier, weil die sind ja eigentlich ziemlich gleich. Dann wollte ich ein bisschen Muskeln andeuten, also zum Beispiel Trizeps und Bizeps mit der Crease Brush. Oder zum Beispiel den Oberschenkelmuskel. Und natürlich Waden. Und dann einfach die ganze Zeit auf die Referenz geschaut und Sachen verfeinert. Immer wenn mir irgendwas aufgefallen ist, also Bauchnabel, Bauch, Brust, Rücken. Wir können mit Steuerung J die ganzen einzelnen Körperteile zusammenfügen und dann remeshen, dass sie auch wirklich zusammen sind. Und dann mit der Smooth Brush die Übergänge glätten. Für die Fingernägel habe ich eine Maske gemacht, die inverted und mit Grab Brush rausgezogen. Für die Kleidung habe ich mit der Box Mask eine Maske gezogen und dann Mask Extract, um die Kleidung zu trennen. Kann man dann extruden. Da kann man Solidify Modifier drauf machen und die Details ein bisschen smoothen, indem man Shift gedrückt hält. Und zum Beispiel bei den Gelenken mit Crease Brush so Falten reinmachen, dass es halt mehr aussieht wie Kleidung. Genau das gleiche Prinzip dann auch beim Oberteil, also erst wieder die Maske und Mask Extract, Solidify und Falten Sculpt. Dann nochmal für dieses obere blaue Hemd, keine Ahnung, was es genau sein soll von Jett, aber auch da wieder gleiches Prinzip. Da habe ich die Form noch viel angepasst mit Grab Brush und wieder mit der Mask Brush und Grab diese Falte daraus gezogen. Und dann können wir wieder mit der Crease Brush, das ist übrigens der Shortcut Shift-C, ganz viele Details reinmachen und die Kanten definieren. Für den Gürtel habe ich einfach eine Fläche genommen mit einem Shrinkwrap Modifier und den Körper ausgewählt und wieder Above Surface.
Den Offset können wir dann anpassen. Und dann brauchen wir noch einen Solidify und einen Subsurf Modify. Und dann können wir es einfach so extruden, wie es in der Rev ist. Und das Ganze dann einfach kopiert für den oberen Gürtel. Jet hat ja irgendwie einige Accessoires da am Körper. Dann wäre die Mask-Taktik für die Handschuhe. Und da sind dann auch noch so kleine Objekte drauf. Und da war wieder das gleiche Prinzip wie beim Gürtel. Die habe ich dann einfach 5-mal kopiert für die Knöchel, damit die Hose noch mehr nach Kleidung aussieht und noch viele Falten reingemacht. Die Schuhe kriegen auch nochmal so eine Schlaufe, genau wie der Gürtel. Und bar mehr Details. Und die können wir dann auch wieder anmalen mit der Sculpt Draw Brush. Ich habe dann auch ein paar Lichter gesetzt, dass es schon mal ein bisschen cooler aussieht. Ein Choker hat sie auch noch. Und so Gürtelschnallen, die habe ich einfach ganz grob gemodelt mit Würfeln. Und Bevel Modifier drauf, dass die Kanten nicht so scharf sind. Und ein paar andere kleine Details. Und noch die anderen Sachen modelliert, zum Beispiel das Messer. Auch einfach grob gepolymodelt mit Extrude und Insert. Und dem Knife Tool. Da können wir einfach ein Material drauf machen und das Ganze Metallic machen. Und Roughness runter. Für dieses Tuch hinten dran habe ich eine kurze Cloth Sim gemacht. Also ich habe eine Plane genommen, die oberen Sachen mit einer Vertex Group dran gepinnt. Bei den Cloth Settings, bei Pinnen kann man dann die Vertex Group auswählen. Und die bleibt dann oben dran. Und der Rest wird dann gesimmt. Dann auch ein paar Linien mit Crease Brush. Und Taschen mit Grab Brush rausgezogen. Aus einer Maske. Dann noch mehr Metallzeug und Gürtel am Körper. Gleiches Prinzip. Und immer wieder auf die Referenz geschaut. Und wenn mir irgendwas aufgefallen ist, dann nochmal nachgebessert. Und mit der Crease Brush mit der Option Stabilize Stroke kann man relativ gerade Linien ziehen, um zum Beispiel ein paar Details in die Handschuhe zu machen. Jetzt haben wir natürlich übelst viele Polys, weil wir viel Detail gesculptet haben. Und damit die Performance besser ist, kann man jetzt eine Retopology machen. Das kann man entweder per Hand machen, also man modelt das ganze Model nochmal nach, mit zum Beispiel Shrinkwrap Modifier. Oder wie ich es in dem Fall gemacht habe, gibt es auch automatische Tools. Ein kostenloses, was nicht schlecht ist, ist Instant Meshes. Aber was ich noch besser finde, ist das Quad Remesher Add-on für Blender. Damit kann man wirklich mit einem Klick Retopology machen und dafür, dass es automatisch ist, ist es wirklich nicht schlecht. Und damit können wir halt die Polyzahl stark reduzieren, damit wir später zum Beispiel bei Animationen eine viel bessere Performance haben. Bei dem Prozess verlieren wir natürlich Detail, aber die können wir wiederholen. Man kann entweder zum Beispiel die Normal Maps baken oder, was ich hier gemacht habe, den Multi-Res Workflow. Das heißt, man macht einen Multi-Res Modifier drauf und subdivided ein paar Mal. In dem Fall habe ich 4-mal gemacht. Und jetzt können wir einen Shrinkwrap Modifier nehmen und als Target das alte High-Detail-Mesh auswählen. Passt dann quasi das Low-Poly an das alte High-Detail an. Und wenn es da Bugs gibt, kann man zum Beispiel noch auf Project stellen und Negative anklicken. Den Shrinkwrap können wir jetzt applyen und der ist dann in dem Multi-Res mit drin. Also Multi-Res können wir jederzeit ausmachen, um bessere Performance zu haben. Den gleichen Prozess habe ich dann für die anderen Objekte, die viele Polys haben, wiederholt. Auf diesem Multi-Res können wir jetzt weiter sculpten und noch mehr Details reinzufügen. Das eigentliche Mesh bleibt dann aber gleich. Also man sculptet in den Multi-Res rein. Damit wir es texturieren können, brauchen wir UV-Maps. Da sollte man UV-Seams setzen, also die Edges auswählen, am besten an Stellen, wo man sie nicht so gut sieht, und mit U Mark Seam markieren. Und wenn man dann mit A alles auswählt, nochmal U und Unwrap macht, kann man es unwrappen. Eine zweite Option für faule Leute ist einfach alles auszuwählen und mit U Smart UV Project ein automatisches Unwrap zu machen. Der hat halt nicht so cleane UVs, aber habe ich in dem Fall auch benutzt. Es gibt auch online viele Referenzen, wo man beim Gesicht die UV-Seams setzen soll. Jetzt können wir in Texture Paint Modus gehen und eine neue Textur erstellen. 2K Auflösung dürfte reichen und die ins Material in die Base Color machen. Das Gesicht habe ich erstmal gefüllt mit Hautfarbe, leicht rötlich dunkleren Ton auf die Wangen und um die Augen rum. Die Lippen bekommen einen roten Lippenstift, zuerst die Ränder und dann die Mitte ausgefüllt und zwischen den Lippen ein bisschen dunkler. Und die Muskeln mit dunklerer Farbe betont. Dann noch Roughness und Normal Maps gepainted. Also eine Roughness Map ist schwarz-weiß und wenn man schwarz oder dunkler malt, spiegelt es mehr. Deswegen auf den Lippen ist die Roughness Map dunkler. Und mit der Normal Map kann man Details wie Höhen und Tiefen dazu machen. Also nochmal eine neue Textur erstellen und so kleine Linien als Details in die Lippen reinziehen. Und nicht vergessen, immer die Texturen bei Image Save As zu speichern. Die Wimpern werden schwarz und der Pulli kriegt eine neue Textur, die blau ist und an den Schultern bräunlich. Am Rand hat so einen dunklen blauen Streifen und die Kapuze ist auch dunkelblau. Und auf der Schulter ist noch irgend so ein Symbol, keine Ahnung was das heißt. Die Hose ist schwarz und die Schuhe dunkelblau. Und mit Ctrl-L kann man immer die Materials kopieren, wenn mehrere Sachen die gleiche Farbe haben. Und die Handschuhe sind zum Beispiel grünlich und haben auch noch so ein Logo drauf. Schuhe kriegen noch blaue Details. Und auf der Kleidung habe ich mit dunklerer Farbe noch Schatten reingemalt. Und aufs T-Shirt mit Normal Map noch ein paar Linien reingezogen. Und die Haut hat ja immer ganz viele Poren. Deswegen habe ich eine Noise Texture genommen. Und die mit einer Mix Note mit der anderen Normal verbunden. Und die Mix kommt dann in eine Bump und die wiederum in die Normal. Und an der Seite ist wieder so ein kleines Logo mit so drei Pfeilen. Und die kriegen leuchtendes Material. Also einfach Emission hoch. Dann fehlen noch Schatten in den Haaren. Und noch so weiße Linien auf der Kleidung, die ich wieder mit Stabilized Stroke gezogen habe. Und die habe ich dann auch in die Normal gesteckt. Dann noch ein bisschen weißer Nagellack. Und auf den Nägeln auch die Roughness dunkler gemalt, damit die mehr spiegeln. Damit wir sie bewegen können, brauchen wir natürlich noch einen Rig. Mit Blender Rigify kann man das recht simpel machen. Das Rigify Addon ist vorinstalliert, muss man nur noch aktivieren.
bei Edit Preferences Add-ons. Also Add Armature Human Meta Rig. Dann können wir im Edit Mode die Knochen an die richtige Position bringen, also zum Beispiel Beine und Hände anpassen, Gesichtsknochen löschen. Dann können wir den Charakter auswählen mit Shift this Rig und mit Automatic Weights Parent. Und dann sollte sich, wenn man in Post Mode geht, der Charakter mit dem Rig mitbewegen. Da gibt es oft noch viele Fehler, dass sich falsche Sachen mitbewegen. Das kann man dann im Weight Painting lösen. Man wählt das Armature aus, mit Shift das Objekt und dann in den Weight Paint Mode. Und dann kann man immer jeweils die Knochen auswählen, ich glaube mit Control. Aber es kann sein, dass es in Blender 4.0 geändert wurde. Muss ich nochmal nachschauen. Und dann kann man sehen, je röter es ist, desto mehr Einfluss hat der Knochen auf diese Ebenen vom Mesh. Also es bewegt es dann mehr mit. Und je blauer es weg, desto weniger Einfluss. Und wenn man jetzt sieht, dass Knochen Einfluss haben auf Mesh, was gar nicht sein soll, also rote Stellen, wo keine sein sollen, kann man die blau malen. Und einzelne Objekte am Kopf, wie zum Beispiel Haare und Augen, kann man alle auswählen. Mit Shift das Rig auswählen und im Post-Mode kann man dann mit Ctrl-P an den Bone Parent. Und dann bewegen sie sich mit. Und in die Augen habe ich dann nochmal Schatten reingemalt, die Roughness runtergemacht und noch kleine Highlights reinmodelliert, als ob sich da Licht spiegeln würde. Und dann noch viele Stunden Weight Painting gefixt. Und dann konnte ich endlich die Szene machen. Also für einen Backdrop einfach einen Zylinder und unten die Kanten gebevelt. Simples 3-Punkt-Licht-Setup. Also von vorne Key und Fill Light und von hinten Rim Light. Mit Rigify können wir auf der rechten Seite dann einfach Generate Control Rig machen. Und haben jetzt Controller mit einem sogenannten IK-Rig, den man viel besser animieren und posen kann. Und jetzt können wir einfach eine coole Pose machen. Zum Beispiel, wie sie das Messer so in der Luft schwimmen lässt. Und noch ein paar Details ins Auge. Also so kleine weiße Striche zum Beispiel. Und ein paar Schatten. Dann können wir die Lichter und eine Kamera an Empty in der Mitte pönnen. Das Empty im Kreis drehen lassen. Und ein Turntable in Cycles rendern. Und das sah am Ende dann so aus. Ich habe die Blend-Datei auch auf meinem Patreon hochgeladen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.